Ich bin Andreas Tober, Profiturner und Teil der deutschen Nationalmannschaft. Heute stellt mir mein Kumpel Marcel Nguyen ein paar Aufgaben und ich versuche gleichzeitig eure Fragen zu beantworten. Aber bevor wir Marcel anrufen, beantworte ich noch die Quick Questions. Erinnerst du dich daran, wie es war, als du deinen ersten Salto gemacht hast? Ich erinnere mich noch ganz gut daran. Ich war circa 5 Jahre alt. Das war das erste Mal vom Trampolin. Und ja, es war ein schönes Gefühl, das erste Mal wirklich zu fliegen und sich einmal komplett um sich selbst zu drehen. Es ist einfach unbeschreiblich. Was ist dein Hidden Talent? Ich glaube, dass mein Hidden Talent ist, dass ich so viel essen kann, wie es nur geht, weil ich kein wirkliches Sättigungsgefühl habe. Was ist das Lustigste, was dir in letzter Zeit passiert ist? Ich habe letztens einen ziemlich lustigen Gehfehler bekommen und bin dann ganz schön auf die Klappe geflogen. Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Definitiv auf Schokolade. Wenn ich kein Profiturner geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Leichtathlet oder Tennisspieler geworden. Hey, was geht? Was geht, Budi? Bist du bereit für deine Aufgaben, für deine Fragen? Ich habe was Nein. Schönes für dich ausgedacht. Für die Fragen bin ich bereit, für die Aufgaben nicht, aber ich komme wahrscheinlich nicht drum rum. Nein, die erste Aufgabe, die ich dir stellen werde, ist, du wirst im Handstand ein Glas Wasser zu dir nehmen und nebenher ein, zwei Fragen von mir beantworten. So wie du das jeden Morgen machst. Ich wünschte, ich könnte dir gerade das Glas Wasser über dein Gesicht schütten. Hast du Wasser zu Hause? Gibt es das in Hannover? Ich trinke nur Wasser, mein Freund, im Vergleich zu dir. Habt ihr da fließendes Wasser und Strom? Meine Orchidee ist ein bisschen eingegangen, sehe ich gerade. Du bist ein habe ich das schon mal gesagt? Nicht der Erste. So, wir machen das jetzt so. Du stellst dich in den Handstand, nimmst einen kräftigen Schluck. Und dann beantwortest du danach drei Fragen meiner Wahl. Okay. Alles klar. Bist du bereit für deine erste Frage? Ja, meine Nase geht zu, also beeil dich. Ja, warte kurz. Also, bist du bereit, ja? Fang an! Also, welche Sprache? Sprachen sprichst du? Rumänisch, Deutsch ja nicht Deutsch, so richtig gut. ganz wenig Russisch und ganz wenig Spanisch und ein bisschen Englisch. Aha. Schön. Marcel, wenn ich dich Also, sehe, dann fängst du dir eine. Safe. bist du bereit für deine zweite Frage von den drei Fragen? Ich nehme erstmal noch einen Schluck zu mir. Ja. Und Bye. es ist sehr erfrischend. Okay, Rede. zweite Frage. Welche andere Sportart gefällt dir, beziehungsweise machst du? Eigentlich mache ich gar nichts anderes außer Turnen, aber wenn ich mal Zeit habe, dann ziehe ich Marcel gerne beim Fußball ab. Ob virtuell oder nicht virtuell. Und das Ja, war's. klar. Du mit deinen Holzfüßen. Okay, dritte Frage. Warst du sehr enttäuscht, als der ENBW-DTB-Pokal abgesagt wurde? Auf jeden Fall. Ich turne immer richtig gerne in Stuttgart. Tatsächlich sind das auch die Wettkämpfe, die ich auch meist gut abschneide. Deswegen finde ich es echt traurig, dass der abgesagt werden musste. Ja, da bin ich ganz bei dir, Darf ich Andreas. jetzt runter? Ja, darfst runter. Hast du gut gemacht. Wenn ich morgen deinetwegen Muskelkater kriege, bringe ich dich um. Wirklich. Ja. So, die zweite Challenge hinterher direkt. Okay. Du hast doch mal, wenn ich mich nicht irre, standest du doch da, als du 10 warst, vor der Entscheidung, ob du jetzt professionell in den RSG-Sport gehst oder ob du Turnen weitermachst. Und du hast dich ja damals für Turnen entschieden. Jetzt würde ich gerne von dir eine RSG-Übung, also deine Lieblingsübung damals, die du in deiner Kür hattest, würde ich gerne mal sehen mit dem Band, wenn du das da hast. Und dabei würde ich auch gerne von dir 5 Fragen beantwortet Ich würde haben, dir gerade während wirklich deiner Performance. richtig gern mit dem Band einmal um den Hals wickeln und dich gerne daran ziehen. Tatsächlich.
Wie es der Zufall so will, habe ich ein Band hier. Ja, das dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch. Ich hole das mal. Sag mal, so eine alte Leidenschaft. Die schläft nicht einfach so ein. Scheiße, jetzt habe ich einen Knoten reingemacht. Ich nehme an, du hast deinen RSG-Anzug auch drunter, oder? Ja, ja. Den habe ich in der Halle, weil ich brauche den noch nachher und so viele habe ich noch nicht. Na dann zeig mal deine Lieblingsübung. Das ist sie. Das ist der Fouilleté gestreckt mit einer halben Drehung. Ich kann mich auch komplett einmal umdrehen. Der macht das nicht zum ersten Mal. Das habe ich damals. Bist bereit für deine Fragen? Also das kannst du jetzt für beide Sportarten nehmen. Was ist dein Lieblingsgerät? Offensichtlich Band. Das Band? Da habe ich nämlich früher mal ganz viele Kreise auf dem Blatt Papier gezeichnet, damit ich keine Krämpfe kriege. Ja. Und beim Turnen ist es Reck. Okay. Nächste Frage. Aber eigentlich ist es der Mehrkampf. Ich turne alles gerne. Nicht so wie du. Ja, reicht. Die Frage ist hier beantwortet. Woher nimmst du die Energie, nach Rückschlägen immer wieder aufzustehen? Also tatsächlich nehme ich die Energie daher, dass ich einfach immer so ein paar Ziele vor Augen habe und mich einfach darauf besinne, wie sehr ich sie mir wünsche oder wie sehr ich das unbedingt erreichen will. Und deswegen komme ich dann meist wieder. Davon kommt meine Energie. Kannst du dich beeilen? Ich krieg Krämpfe in meiner Wade. Ich bin nicht der hier nach so einer kurzen Frage seine ganze Lebensgeschichte mir hier aufzählt. Mach jetzt! Was sind deine größten Ängste? Genau sowas, was ich jetzt gerade mache. Hä? Meine Ehre zu verlieren, indem ich ein Spiel mit Marcel mache. Oh, das ist wirklich. Nee, meine größten Ängste sind halt tatsächlich irgendwo immer wieder Verletzungen. Aber das muss man halt im Turnen möglichst ausblenden. Okay, okay. Ey, okay, du kannst aufhören. Das hast du richtig schön gemacht, Daniel. Das war für mich die Perfect 10. Oh. Ich weiß nicht genau, wie das Wertungssystem bei der RSG ist, aber. Na, für mich, auf jeden Fall. Für mich war das die Olympia-Qualifikation. Kampftechnisch auch ganz gut angeschlagen hier gerade. Also meine dritte Challenge für dich ist, nachdem du dich hier so schön angestrengt hast, kannst du sitzen bleiben. Du musst, während ich dir Fragen stelle, stell dir so lange Fragen, bis du zweimal so einen Bottle Flip. Zweimal? Ja. Hast du nicht gesagt, du hast gleich Training? Bist du daran begabt oder eher nicht? Eher unbegabt. Ja, dann machen wir einmal. Okay. Okay. Dann bauen wir mal hier alles so hin, dass man das auch sieht vernünftig. Ich fühle mich wie bei Blair Witch Project. Bist du bereit? Achso, du siehst die Flasche gar nicht. Man sieht die Flasche nicht. Also man sieht eine Flasche mit grünem T-Shirt, aber man sieht nicht. Wie es jetzt geht. Oh Marcel, ich würde dir echt ab und zu richtig gerne eine aufs Maul hauen. Ich hab grad schlecht empfangen, ich fahr durch den Tunnel. Was hast du gesagt? Ich muss dich ein bisschen weiter. Okay, los geht's. Warte, ich muss dich ein bisschen weiter nach hinten packen. Und das sieht noch nicht so ganz professionell aus, was hier passiert. Ey, Alter, hast du sowas schon mal gemacht? Nein. Handy bedient? Nein. Du? Ich glaube, ich kaufe dir so einen Rentnerform. Oh, fuck, Alter. Mit so ganz großen Knöpfen für deine schwammigen Finger. Nee, Mann, hast du es bald? Nein, ja, wirklich bald. Ich weiß. In 6 Minuten. Das ist nicht schlimm. Wer zu spät kommt, verpasst halt das Beste. So. Wann hast du Training eigentlich? In einer halben Stunde. Ja, warte mal. Also. Ich muss jetzt kurz die andere Kamera noch richten. Ja, wenn du halt eine Viertelstunde zu spät zum Meeting kommst, hast du es. Okay, ich bin bereit. Also, los geht's. Fang an und ich lese dir Fragen vor. Welches ist dein Lieblingsland?
Deutschland. Wieso bist du immer so stark? Hast du es geschafft? Ja. Na gut, dann gibt es jetzt hier an der Stelle keine weiteren Fragen. Die Verhandlung ist geschlossen. Lebenslänglich. Ja, das war lustig. Okay, schön. Andi, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Training später. Dankeschön. Wie du bist. Und, du kannst ja trotzdem die letzte Frage jetzt noch stellen, weil du die gestellt hast und ich mich darüber kaputt gedacht habe. Was? Achso. Ich lese mir kurz eine gute Frage durch. Okay. Was ist dein Tipp gegen Langeweile? Marcel anrufen. Ja, schön. Dann haben wir das jetzt hier. Eine noch, oder? Okay, eine noch. Bist du gerne im Schwabeländle? Schreibt jemand. Ja, bin ich tatsächlich. A, um Marcel zu besuchen. B, um dort für meinen Bundesliga-Verein, den TV Schwäbisch Gmünd Wetzlar, zu tun. Und echt, C. Schon sagen. Und C, weil. Weil es dort einfach mega geiles Essen gibt. Ja, da gebe ich dir recht. Also so Maultaschen oder so ein Zeugs kann man schon auf jeden Fall essen. Spätzle, richtig geil. Na gut, gut. Ich muss ins Training. Du musst ins Training. Genau. Du musst ins Training. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns später, mein Freund. Machen wir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.